Herzlich willkommen hier im Rathaus Leonberg und zu unserer Konzertreihe Out of the Box, eine Reihe, die sich der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts verschrieben hat. Statt eines Live-Events machen wir jetzt zum zweiten Mal einen Konzertmitschnitt als Stream, den wir veröffentlichen werden in den nächsten Tagen. Heute sind zu Gast das Trio Frieden, Thomas Maus und Sascha Bank, zwei Musiker und eine Künstlerin, die sich mit Digital Paintings befasst und die beiden Musiker begleiten wird heute Abend. Ich begrüße auch ganz herzlich Nicola Lutz, steht neben mir, die künstlerische Leiterin dieser Reihe. Ich selber bin Katja Rohloff, Initiatorin und Kulturreferentin der Stadt Leonberg, Initiatorin der Reihe. Und freue mich, dass wir hier sind und dass wir das mit relativ großem Aufwand dann doch machen können. Nicola, bevor ich jetzt noch mehr erzähle über die drei, die heute da sind, kannst du dich erinnern, wie das angefangen hat? Ich weiß schon gar nicht mehr. Wie haben wir begonnen mit dieser Reihe? Ja, also ganz genau, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich das zwar auch nicht mehr, aber der Ausgangspunkt war definitiv dieser inspirierende Raum, den du mir gezeigt hast und dem ich mich auch sofort nicht entziehen konnte. Ja, das ist schon, wir haben hier eine ganz besondere Architektur, die geradezu danach schreit, dass man was damit macht. Stimmt, und wir haben natürlich hier als Stadt Leonberg schon auch so eine Basis für neue Musik. Es gibt namhafte Musikerinnen und Musiker, du gehörst dazu, die in irgendeiner Weise mit diesem Ort verbunden sind, die hier geboren sind, die hier leben, die von hier stammen oder hier zur Schule gegangen sind. Genauso war das. Ja, das fand ich auch ganz toll, dass du diesen Gedanken einfach aufgegriffen hast und daraus eine Konzertreihe bereit warst zu organisieren hier in diesem wunderbaren Raum. Und ja, das war eigentlich keine Frage, nachdem du mich darauf angesprochen hast, dass wir das unbedingt machen müssen. Und man merkt auch an der Wirkung, also das Publikum nimmt es an und versteht auch, nimmt an, dass das hier nicht ein heiliger neuer Konzertsaal ist, in dem man sich nicht mucksen darf, sondern es wird rumgelaufen, es wird neugierig gefragt. Es entsteht eine Werkstattatmosphäre, die uns, glaube ich, beiden sehr viel Spaß macht und die auch zeigt, dass das Publikum neue Erfahrungen hier machen kann. Ja, das war genau der Punkt, dass es uns doch wichtig war, also mir auch, dass man den Leuten was bietet, womit sie spielerisch, intuitiv umgehen können und eben diesen Schrecken verlieren vor der aktuellen Musik und nicht mit dem Gefühl herkommen müssen, oh Gott, ich muss studiert haben, bevor ich das verstehe, sondern ich kann es mir irgendwie sinnlich erschließen. Und es waren natürlich diese großen weißen Flächen auch, die irgendwie in irgendeiner Form mit einbezogen werden sollten. Und deshalb heute Abend ja auch Sascha Bank hier als Künstlerin, die eben mit ihren Projektionen die Musik wunderbar ergänzen wird. Richtig. Und wichtig ist dabei natürlich auch, einen Mix zu finden. Mal ist es tatsächlich neue Musik. Beim letzten Mal war es mit Thilo Ruck sicherlich sehr in der neuen Musik verhaftet mit hochkarätigen Kompositionen. Mal ist es eher was Improvisatorisches, was Experimentelles, was sozusagen aktuelle Ästhetik nochmal von einer anderen Richtung betrachtet. Und ich finde, dass man alle diese Aspekte einfach hier sehr gut zeigen kann, weil dieser Raum das so sehr anbietet. Ja, das stimmt, ja. Aber jetzt gucken wir, was die machen heute genau. Abend, oder? Ich bin auch schon sehr neugierig. Ja. Thank you.
Hallo Sascha, dir auch ein herzliches Willkommen, schön, dass du da bist. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört, digitale Live-Malerei, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, wie das geht. Sehr gerne. Und zwar, eigentlich ist es wie ein Instrument aufgebaut, man benutzt auch beide Hände und zwar einmal mit der rechten Hand, ich bin Rechtshänder, da male ich. Und mit der linken Hand kann ich die Farbe und die Größe steuern, also mit die Farbe macht man rechts, links. Die Größe ganz intuitiv so und wenn ich zwei Finger hoch und runter tue, wird es transparent. Und natürlich ist der Clou, wie bei Instrumenten auch, dass man das dann am besten alles gleichzeitig macht. Und man kann nicht nur mit einem Stift malen, man kann auch mit fünf Fingern gleichzeitig malen. Und dadurch habe ich die Möglichkeit,
direkt zu interagieren mit der Musik und endlich auch irgendwie dieses Erlebnis zu haben, irgendwie wie es ist, mit anderen Leuten Kunst zusammenzumachen, weil das ist was, was einem als Maler manchmal ein bisschen fehlt, wenn man immer nur allein im Atelier rumhängt. Und wie geht es jetzt mit der Musik zusammen, deine Malerei und die Klänge von den beiden? Dadurch, dass es ja live passiert, habe ich die Möglichkeit, zeitbasierend zu arbeiten. Und das ist ja was Besonderes, irgendwie, was es in der Malerei sonst nicht gibt. Das heißt, ich agiere in der Zeit. Das heißt, ich genauso, wenn ein Farbtonwechsel kommt, kann ich auch einen Wechsel in der Farbigkeit machen oder auch in der Dynamik, in der Textur. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich malerisch interagieren kann mit der Musik. Und das ist dann auch lesbar eigentlich für die Musiker. Es ist fast ein bisschen so wie Tanzen mit Farbe. Hey, das klingt toll. Das sehen wir jetzt gleich. Ja. Vielen Dank. Gerne. Thank you.
So, jetzt steht neben mir Friedemann Dane. Hallo Fried, schön, dass du da bist hier in Leonberg, freue mich. Du hast umgehängt ein E-Cello, so ein besonderes skelettartiges Gebilde. Sieht ein bisschen anders aus als ein Holzcello. Das hat bestimmt auch eine besondere Bewandtnis, oder? Magst du mal erzählen? Ja, hallo Katja, freue mich sehr hier zu sein. Das E-Cello hat den sichtbaren Vorteil, dass ich es nicht im Sitzen spielen muss, sondern im Stehen. Das gibt mir gewisse Freiheiten. Also ich kann irgendwelche Posings machen oder wie auch immer, was sozusagen Rockgitarristen im Allgemeinen so gerne machen. Also eine Bewegungsfreiheit. Gleichzeitig bietet es mir natürlich jede Menge klanglicher Vorteile, also klanglicher Erweiterungen. Ich kann den Klang sozusagen verfremden, mich beim Spielen direkt aufnehmen. Ich kann natürlich auch einfach über einen Verstärker sehr laut spielen. Das geht alles mit dem akustischen normalen Cello nicht. Zeig doch mal. Also, normal würde es so klingen. Wenn ich jetzt einen auf Rock'n'Roll mache. Es geht aber auch sehr experimentell. Oder toll. Ja, das ist experimentell, hast du gerade angesprochen. Es geht ja bei unserer Reihe auch immer darum, mal auszuprobieren, wie verschiedene ästhetische Formen zueinander finden können, was dann passiert. Heute ist auch Thomas da, Thomas Maus, und mit dem rede ich jetzt. Vielen Dank. Gerne, vielen Dank. thank you.
So, jetzt habe ich hier den Thomas, Thomas Maus. Herzlich willkommen ebenfalls hier in Leonberg. Schön, dass Hallo. Du da bist. Du hast eine tolle rote Gitarre und tolle orangene Schuhe. Aber du hast vor allem unheimlich beeindruckend viel Technik um dich herum. Erzähl doch mal, wozu brauchst du das, wozu ist das gut? Ja, ich meine, den Klang der elektrischen Gitarre, den kennt man ja. Und ich verfremde den Klang der Gitarre gerne. Hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Projekt hier zu tun. Also diese Verbindung von Bild und Ton, die macht ja was mit einem. Und ich fand das schon immer spannend, mit Bild zu arbeiten, weil mich das einfach dazu bringt, andere Klänge mit der Gitarre zu machen. Ne? Also zum Beispiel... Ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Art Motion Controller. Das heißt, damit kann ich jetzt zum Beispiel hier so einen Klang produzieren. Und dann kann ich den... Kann ich den so manipulieren. Wow. Toll, schön. Ja. Also mir macht es dann auch nichts aus, wenn das dann gar nicht nach Gitarre klingt, sondern das ist einfach mein Instrument. Und mich hat Filmmusik schon immer begeistert. Mhm. Und diese Art von Interaktion mit dem Bild ist natürlich noch was anderes, als jetzt einen Film zu vertonen, sondern man reagiert ja aufeinander. Mhm. Das heißt, die Gitarre hat dann auch wie das E-Cello die Möglichkeit, ganz andere Sounds abzubilden. Genau, genau. Mhm. Wunderbar. Dankeschön. Gerne. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.